Willkommen zum Warm-up im Dienstagstraining. Ich hoffe, ihr seid noch fest dabei. Ihr wisst, ihr müsst nur noch einmal schlafen und dann ist Weihnachten. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon so wie ich. Man kann sich auf nicht so viel freuen im Moment. Auf Weihnachten kann man sich immer noch freuen. Also, starten wir mit dem Warm-up los. Und zwar stellen euch einen E-Mom-Timer. 8 Minuten E-Mom, also piepst einfach jede Minute. Wir machen 4 Übungen, das heißt, wir machen das Ganze 2-mal durch. Und zwar starten wir mit... Jetzt habe ich es vergessen. Ja, von Luther Wienächter Vorfreude habe ich jetzt unser Warm-up vergessen. Aber jetzt, was ist wieder? Wir machen als erstes in der E-Mom-Runde Side Plank mit Seitenwechsel 1 Minute lang. Also wir starten so, dann drehen den Arm rein, gehen auf die Ellenbogen und auf die andere Seite. Einfach 1 Minute lang langsam kontrolliert links, rechts wechseln. Dann direkt im Anschluss, also ganz eine kurze Pause nur, machen Tappings, starten so langsam los und werden zum Schluss dann immer schneller. Bis die Minute voll ist, einfach kurz durchschnuffen. Als nächstes machen wir Shoulder Taps im Wechsel. Starten da wieder los und dann zack, zack. Oh, einfach locker 1 Minute dranbleiben und dann, wenn ihr Seil habt, locker Seil springen oder einfach lockere Sprünge, das muss ein bisschen schwerer machen, da die Schenkel klatschen. Das wäre unser Warm-up. Jo, okay, kommen wir zum B-Teil vom heutigen Tag und zwar wieder so ein kurzer Kraftteil mit 2 Übungen, 4 Sätze. Und zwar machen wir als erstes wieder Offset Push-Ups. Das heißt, die Hände nicht so, sondern ein bisschen versetzt einfach. Und zwar 8 Stück pro Seite. Zuerst so hergehen, einen Arm ein bisschen zurücknehmen. Dann 8 links, Wechsel 8 rechts, beziehungsweise so skalieren, dass er um die 8 herbringt, entweder auf Knie. Oder schwerer machen könnt ihr es natürlich auch. Dann direkt im Anschluss, aber mit einer kurzen Pause nur, 10 bis 12 Rows. Also wenn ihr die Möglichkeit habt und einen Strap oder einen Ring oder irgendwas habt, machen die Rows so. Dann soll ich da reinhängen. Und so die 10 bis 12 Rows. Wenn ihr Pull-Ups stark habt, könnt ihr natürlich auch Pull-Ups machen. Ein paar weniger Wiederholungen, wenn 12 zu viel sind. Oder wenn ihr einen Tisch habt, hängt euch da unter dran. Wenn ihr gar keine andere Möglichkeit habt und nur einen Rucksack zum Beispiel habt, dann machen wir wieder die Bent Over Rows. Danach immer ca. 1,5 bis 2 Minuten Pause und das Ganze aber 4-mal durch. Das wäre unser B-Teil. Wir haben nochmal Gas. Dann kommen wir noch zum C-Teil, da haben wir wieder was Intensives, ein M-Rap mit 4 Übungen. Ihr braucht ein Sprungseil und nochmal ein Zusatzgewicht. Wir machen aber 15 Minuten M-Rap, 30 Double Unders. Ich hoffe, dass das mal besser klappt. Genau, 30 Stück oder Single Unders mit hohem Sprung oder wieder die Sprünge, wo ihr 2-mal klatschen. Direkt im Anschluss 7 T-Push-Ups. Das sind die, wo ihr den Push-Up machen, Hände kurz raus, wieder her und hochdrucken. 7 von denen, dann 7 Leg-Lowers. Oder ihr könnt auch, wenn ihr das zur Verfügung habt, wenn ihr Stangen habt, machen Toes-to-Bar. Aber da die meisten wahrscheinlich keine Stangen haben, fürs Strecken, Hände im Boden, langsam tief unter den Ruck am Boden lassen und wieder hoch. 7 von denen und dann noch pro Seite 7 Hang Snatches mit eurem Gewicht. Also immer so unter das Knie ein Stück und hoch 2, 3, 7 links, 7 rechts und dann gleich wieder von neu los mit dem Sprungseil. Es wird körperlich streng, aber wie gesagt, morgen ist Weihnachten. Geben nochmal Gas, holen nochmal alles raus. Und bis morgen!